Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Do-It-Yourself-Inspiration. Heute am 18. darf ich wieder ein Päckchen aufmachen und das ist ein ziemlich großes in diesem wunderschönen Geschenkpapier, was so schön glänzt. Und ich bin schon ganz gespannt und ich schaue einfach mal hinten rein. Eine zweite Verpackung. So, von Kathi ist das Ganze. Und ich glaube, das ist ein Notizbuch. Das kann man hier zubinden. Ja, für Notizen oder ich kann mir das auch ganz gut für Fotos vorstellen. Sehr, sehr schön. Vielen Dank dafür. Es gefällt mir richtig gut, auch mit diesem Herzchenmuster und dem kleinen Vögelchen. Und Kathi zeigt euch jetzt, wie sie das Ganze gemacht hat. Ich habe hier eine Schere, einen Locher, ein Schleifenband, einen Bleistift, einen Notizblock. Also es sind einfach nur die Blätter, die aber hier an der Seite noch so zusammengeklebt sind. Bunte Pappen, ein Lineal. Diese Sticker, die habe ich euch letztens schon mal gezeigt. Das ist so eine Rolle, da sind so schöne Sticker drauf. Und eine Heißklebepistole. Mein Notizblock, der hat jetzt ungefähr eine Größe von 15 cm mal 10,5. Und hier am Rand ist das Ganze so zusammengeklebt. Es gibt ja auch manchmal diese kleinen Notizzettel, die sind dann auch so am Rand verklebt. Also da müsst ihr dann einfach mal drauf achten, wenn ihr sowas kaufen wollt, ob die einzeln sind, die Blätter, oder ob da eben so eine Klebekante ist. Sonst kann man das aber natürlich auch zum Beispiel mit einem Schulheft machen, dann hat das Ganze nur ein anderes Format. Oder man macht es eben mit einem ganz kleinen Heft. Wichtig ist einfach, dass ihr so Zettel habt, wo derjenige dann hinter sich Notizen machen kann, also das Ganze dann als Notizbuch verwenden kann. Der Block ist ja 15 mal 10,5 cm, aber die Pappe darum soll ja etwas größer sein und deswegen mache ich mir jetzt erstmal bei ungefähr 17 eine Markierung auf beiden Seiten und mache da eine Linie. So, und hier an der Seite mache ich eine Markierung bei 12,5, also 10,5 ist der Block und an jeder Seite dann noch ungefähr 1 cm. Also 12,5 und diese beiden Markierungen auch wieder verbinden. Das habe ich jetzt entlang der Markierungen ausgeschnitten und das wird jetzt die Vorderseite. Und die Rückseite, die muss jetzt noch etwas größer sein. Und weil die jetzt hier leider nicht mehr drauf passt, das ist jetzt ein bisschen zu wenig hier bei der Pappe, benutze ich noch eine weitere Pappe. Und die Rückseite, die muss ja erstmal genauso groß sein wie das hier, aber zusätzlich noch hier außen rum gehen und noch ein bisschen nach vorne, damit ich dann die Vorderseite daran festkleben kann. Das heißt jetzt, die hier war 17 cm lang, dann plus die Seite. Die Seite ist ungefähr etwas weniger als 1,5, aber ich mache mal die Seite 1,5. Also 17 plus 1,5 ist 18,5 und hier vorne noch ein bisschen weiter, damit ich das daran festkleben kann, machen wir nochmal 1,5. Damit sind wir dann bei 20 cm. Ich mache jetzt also eine Markierung hier bei 20. Und außerdem mache ich mir auch schon meine Markierungen einmal hier nach 1,5 und nochmal nach 1,5 cm. Das gleiche hier oben. 1,5. Und 1,5 und bei der 20. Die Markierungen verbinde ich jetzt. Von der Höhe wird der Block ja auch hinten genauso groß wie vorne. Das heißt, ich mache mir wieder eine Markierung bei 12,5. Und
und die beiden Markierungen verbinde ich. So, dann habe ich auch das Hinterteil für den Block fertig und schneide mir das auch einfach hier aus. Das ist also das Vorderteil, das Hinterteil. Und ich mache mir jetzt schon mal hier an den Markierungen Knicke. Das waren ja 12,5 hier ungefähr. Und da mache ich mir jetzt nochmal in der Mitte eine Markierung, also ungefähr bei 6,25. Und hier mache ich das auch, also jeweils da am Rand. Und das ist jetzt eine Markierung für meinen Locher, weil ich mir da jetzt nochmal Löcher reinmache, hier vorne. Also an der Seite, die hier nicht geknickt ist, und an dieser Seite ebenso, damit das hier vorne mit den Löchern ist und damit die Herzchen oben sind. Jetzt muss nur noch alles schön zusammengeklebt werden. Ich fange mal mit meinem Block an und mache hier an den Rand Heißkleber. Wundert euch nicht, es ist Glitzerkleber. Die hatte ich jetzt noch, diese Glitzerpatrone in meiner Heißklebepistole drin, und die kann man dann nicht auswechseln. Und auch manchmal, wenn man schon längst eine andere Patrone reingesetzt hat, ist das dann immer noch so ein bisschen glitzerig. Wundert euch nicht, ich habe hier noch Glitzerkleber in der Heißpistole. Ich hatte das jetzt da einfach noch drin, aber selbst wenn man es auswechselt, dauert das manchmal echt lange, bis das dann nicht mehr glitzert. So, die Seite ist jetzt schon mal angeklebt. Die Kante knicke ich hier rum und hier klebe ich jetzt noch diese Kante fest. Das trocknet eigentlich wirklich sehr schnell, dann kann man das hier schon aufklappen. Hier ist noch so ein bisschen Kleber auch rausgequollen, das kann man auch dann so entfernen. Und sonst hält das jetzt recht gut. Durch die Löcher mache ich jetzt noch mein Schleifenband. Am schönsten sieht es aus, wenn man eben hier von unten das an beiden Seiten so durchzieht. Und dann oben noch eine schöne Schleife drauf macht. Bevor ich Eva das so schenken kann, ist mir aber gerade noch aufgefallen, hier sind noch die Bleistiftstriche, die ich mir markiert hatte, und das werde ich auf jeden Fall jetzt noch wegradieren. So, die Bleistiftmarkierungen sind jetzt weg und jetzt fehlt nur noch der Sticker, und ich glaube, ich mache den mit dem Vogel hier vorne drauf. Das finde ich passt ganz süß, und das mache ich einfach hier vorne so mitten drauf. Da kann ich jetzt noch Evas Namen draufschreiben. So kann man sich natürlich auch schön ein kleines Fotoalbum selber machen, oder wenn man eben für eine Freundin so ein Buch machen möchte, wo man irgendwie eine Freundschaftsgeschichte reinschreibt oder irgendwelche Gedichte oder so, das kann man dann so sehr schön selber noch basteln. Und als Verpackung habe ich einfach so eine kleine Tüte gebastelt. Wie man so eine Tüte basteln kann, habe ich auch schon mal hier auf dem Kanal gezeigt. Die habe ich jetzt einfach aus Geschenkpapier gebastelt. Da kommt mein Notizbuch jetzt rein. Und dann kann man hier oben so ein bisschen umdrehen und hier zusammenfalten.
Und hier oben kommt jetzt eine Nummer dran und dann hefte ich das Ganze einfach mit dem Tacker zusammen.